Wenn, dann würde ich die, glaube ich, vor dem Ring tauschen. Aber ich würd's vielleicht erfragen, also dass sie das vielleicht einfach sagen, wenn jetzt noch Freunde was sagen möchten, dann können die gerne vorkommen, können die das gerne machen jetzt. Also quasi dann, Dass bevor sie die das. einfach da eine Einleitung machen und wenn keiner was sagen will, machen sie einfach weiter. Okay. Ja, genau. Okay, gut. Dann machen wir das so. Dann Begrüßung, schöne Worte und dann kommen dann die Freunde dran. Wer jetzt was sagen möchte, ist gerne dazu aufgerufen. Und dann kommen die Ringe und dann kommt quasi ja, der Beginn der Festivität im Sinne von, dass alle ans Buffet gehen können. Und können Sie nach dem Ringtausch trotzdem, auch wenn wir nicht mehr wirklich heiraten, aber trotzdem so sagen, du darfst deine Braut jetzt küssen, einfach so. Ah ja, klar, selbst. Das ist dann trotzdem irgendwie, lach mich nicht aus. Ich lach mit dir. Ja, ich weiß. Aber das muss schon irgendwie, also, weil das hatten wir ja gar nicht. Das Auch wenn kommt. wir nicht verheiraten, also wenn wir Das nicht wirklich kommt. heiraten, aber. Das Aber kommt. ich, er muss es doch sagen, Schatz. Ich weiß, dass du mich so oder so küssen würdest, aber. Das muss halt. Was mit dem Gelöbnis? Wann kommt das? Was für Gelöbnis? Ja, das ganz besondere Gelöbnis. Nein, meine Frau will das nicht. Was? Nicht? Nee, ich traue mich sowas nicht vor so ganz vielen Menschen. Also das Ja-Wort, das wollen Sie ja sagen, oder? Ja, doch. Das ist doch das Entscheidende. Sehr gut, sehr gut. Aber ist das schlimm, wenn der Mann ein Gelöbnis macht und die Frau nicht? Kann noch eins sagen, oder nicht? Was muss denn da rein? Das ist jetzt. Du willst das wirklich unbedingt, oder? Ich weiß nicht, ich würde dir halt, ich Bin würde dir sofort halt, wieder da. ich würde dir halt, oh Gott, ich würde dir halt schon gern sagen, was ich, Hey. ich würde dir schon gern was Schönes sagen, ja? Warum nicht? Ja, dann machen wir das halt. Sind Sie sich sicher? Sagen Sie jetzt ja oder nein? Naja, wenn er es unbedingt möchte, dann machen wir das Ja, halt. nein, du musst es ja nicht machen, Darling. Nee, entweder beide oder keiner, weil einer ist doch bescheuert. Dann steht ihr dann da und sagt, ja, warum sagt Nora jetzt nichts? Ja, aber wenn du das nicht möchtest, wenn dir das schwer fällt, dann machen wir das nicht. Ja, ich lese halt dann einfach ab. Ja, wollen Sie den Text selber schreiben oder soll ich Ihnen was zukommen lassen? Nö, das würde ich schon selber schreiben mit meinen Worten. Okay. Ja, ich schreibe auch selber. Sehr schön. Das ist doch das Entscheidende, wenn Sie das selber schreiben wollen, ja. Dann kommt das aber auch vor dem Ringtausch, Ja, oder? das kommt. Ja, Ich das wäre schön, überlege. wenn Sie uns dann sagen, so jetzt ist das Zeit jetzt dafür. Mm, Wissen ja, Sie? ja, ja, ja. Je nachdem, ich muss gerade selber überlegen, wie wir das am besten machen, sodass es jetzt nicht das Ritual komplett sprengt. Also Ritual im Sinne von die ganze Zeremonie sprengt. Wir können es auch so machen, wenn Sie sich gegenseitig die Ringe geben, bevor Sie sich die Ringe geben, machen Sie das Gelöbnis. Ah ja, Achso, ich das mache können das Gelöbnis, gebe ihr den Ring. Genau. Und dann andersrum. Genau. So würde ich es machen, weil das hat natürlich ein bisschen Dann könnte schöneren ich das Effekt. Gelöbnis abschließen mit und aus dem Grund gebe ich dir jetzt den Ring oder so. Könnte Zum ich das so sagen? Beispiel, genau. Da machen wir das so. Cool. Ich denke, Okay. das ist ein Das bisschen kriege ich hin. persönlicher, ja. Ja, schön, dass du es hinkriegst. Schatz, ich kann auch mit dir zusammen was schreiben, wenn du Das ist doch willst. totaler Schwachsinn. Okay. Ja, dann nimm dir Dings. Nimm dir doch einfach Valeska dazu. Ja, mir geht's doch nicht darum, dass ich kann das schon runterschreiben. Ich weiß ganz genau, was ich da reinschreibe. Ich weiß doch, wie ich für dich fühle, aber Siehst du? dann stehe ich doch da und dann sind da doch ganz viele Leute, die mir dann dazuhören und das ist doch. Ach. Ja, ist doch auch nicht. Ich krieg gleich wieder eine Panikattacke. Ja. Ganz tief durchatmen. Nee, überhaupt gar nicht tief. Aber wenn du das unbedingt möchtest, dann machen wir das. Dann stelle ich mich da vorne hin, mach mich zum Deppen und dann erzähle ich den Leuten, Du machst dich doch nicht zum warum ich Affen. da hier stehe und dir den Ring an den Finger steck. Machen wir schon. Das ist easy. Ja, darauf bin ich gespannt. Ja, Freue ich mich drauf. das glaube ich schon, dass sie sich jetzt da drauf freuen müsste. Oh Gott, ey. Ja, nee, machen wir. Wenn du das möchtest, dann machen wir das. Alles easy. Ich schaffe das. Ich kann das. da kannst du das. Aha. Worum geht's eigentlich? Ums Gelöbnis. Achso, ja, dann. Ja. Das ist auch gut. Wir haben hier zwar einen Pater sitzen, der eine wunderschöne Rede für uns schreibt, aber wir müssen natürlich auch gegenseitig uns noch mal was sagen. Ja, das ist klar. Natürlich. Ja, ist klar. Natürlich. Ich bin da, ich mach fertig. Ja. Danke.
Mr. Falk macht das wahrscheinlich im Freestyle. Ja klar. Ich freue mich auf den Moment, wenn wir alle dann auf der Hochzeit sind und das Freestyle kommt. Dann sage ich, Mr. De Francis, geben Sie mir den Beat. Nein, das wird schon gut gehen. Das wird schon alles klappen. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber sonst soweit alles gut hier gewesen. Ja, vielen Dank. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr gut. Sehr schön. Sehr überzeugend, das Essen. Kann man nur immer weiterempfehlen. Ja, also das freut mich sehr. Das Salirius, also Hut ab. Wirklich. Ja, ja. Egal, was da hier ist, alles on point. Ja, ja. Der Herr neben mir, der hat sich gerade die vegetarische reingezogen und dann geht's ab. Na gut, jetzt geht er halt einfach. Haut er einfach ab. Das ist okay, dann reden wir nicht miteinander. Auch, das ist auch kein Mann, der vielen Worte. Nö. Gut, also ja. Das hat mich jetzt natürlich sehr überzeugt. Da wollte ich ihn einmal loben und dann. Ich glaube, der Mann kann mit Lob nicht umgehen. Ich das kann nee, nee. Oh, der will mich loben. Rückzug. bloß weg. Keine netten Worte. Ich höre sowas nicht gerne. Ja, genau. Geil. Wahnsinn, Typs. Ja, super Typ. Aber dann haben wir ja schon den Plan, das ist doch schön. Dann haben wir doch. Ja, mega. Ich freue mich, dass Sie das machen. Das ist super. Ja, gerne. Es freut mich auch, dass Sie mir dementsprechend auch vertrauen, dass ich das machen darf. Natürlich. Das ist ja immer so das Gegenseitige. Nicht, haben Sie irgendwelche Projekte, die Sie mit der Kirche unterstützen? Da würde ich mich dann auch erkenntlich zeigen wollen. Nee, zurzeit noch nicht. Also, wie gesagt, wir sind gerade noch frisch im Aufbau. Wir hatten bisher noch nicht mal einen Gottesdienst gehabt, leider, weil es einfach so stressig war die letzten Tage. Im Moment muss ich halt auch noch mit dem MD sprechen, weil da auch sich noch was ergeben hat bezüglich eben Seelsorgestelle. Also es ist echt ein reines Durcheinander. Oh ja, okay. Und deswegen. Und da noch einen Gottesdienst irgendwo zwischendrin reinzupfeifen, das ist so, als ob, ja, keine Ahnung. Aber wenn Sie da irgendwo Projekte haben, dann rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns gerne, dann würden wir uns natürlich sehr gerne erkenntlich zeigen. Ja, natürlich, selbstverständlich. Das werde ich aber dann auch sofort gerne weiterleiten. Das werde ich auch definitiv auch ankündigen, wenn das soweit ist. Mhm. Genau. Sehr gut. Ja, so gemeinnützig, man hat ja genug. Genau. Genau, ja. Ja, wir, das ist halt auch so ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt vor kurzem so einen Herrn kennengelernt, der hat auch schon gesagt, ja, der ist am Rande seiner Möglichkeiten, hat seinen Führerschein hier verloren und hat dann gesagt, ja, dann reise ich halt aus, wenn ich nichts habe. Also dem hätte es geholfen. Ne? Ja. Ja, stimmt. Ja. Wie hieß der Herr? War das Ali? Ja, richtig. Ich wollte auch ganz zurück. Oh Mann, ey. Unser Ali. Ja, kannten Sie ihn? Ja, ein guter Junge. Ja, ich bin einmal mit dem Taxi gefahren. Schönen Abend euch noch. Wirklich ein guter Junge. Schönen Abend. Er war mein Mitarbeiter. Ach. Oh, okay. Ja, ich find's so traurig, weil also wir hatten, er wollte noch immer mit mir einen Chai trinken gehen, aber irgendwie hat's nicht geklappt. Das war auch so schade. Schade, ja. Ich habe ihn nur leider irgendwann mal gesehen, hier am Legion Square, und da standen 9 Polizisten um ihn herum und ich dachte mir nur so, nee. Oha! Ja, also der ich habe nur gehört, dass da irgendwie eine Schlägerei war und ich hoffe nicht, dass er verprügelt wurde. Naja. Ja. Das ist ein bisschen dramatisch. Ja. Aber wer weiß, vielleicht wird's ihm im Irak zu heiß und dann kommt er wieder zurück. Ja, hoffentlich. Ja, unbedingt. Das ist ein guter Junge. Ja, wirklich ganz guter Junge. Ein bisschen cholerisch, aber sonst. Hat auch meinem Bruder schon mal ins Gesicht geschlagen. Wer ist Ihr Bruder? Ben Solomons. Der arbeitet bei Benny's. Sag mir irgendwas. Ah, vielleicht. Wenn Sie da vor kurzem mal waren, dann. Tatsächlich nicht. Ich glaube, Billy kannte den Baby. Ja, Billy kannte gefühlt jeden. Nee, ich meine, der war mal bei uns mit Benny's Kappe und so. Ich glaube, irgendwie sowas. Ah, okay. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Genau weiß ich das auch nicht. Ja. In Bennys ging es ja heute anscheinend auch schnell. Da kam ja Auftrag nach Auftrag rein. Also, oha. Ist richtig. Also richtig was los heute. Das ist auch gut. So wie es soll. Ja, eben. Ist auch, dass Miss Green gerade Zeit hatte. Das war auch Zufall.
Ja, Gott sei Dank haben wir das noch hingekriegt. Ja, ich dachte, ich probiere es einfach spontan. Wenn es klappt, ist super. Ja, eben. Aber wie läuft das denn jetzt ab? Sage ich jetzt Ihnen, wie viele Menüs wir bestellen wollen und Sie klären es dann mit dem Salaris oder? Das können wir handhaben, wie Sie das möchten. Ich würde vielleicht einfach mal, ich weiß nicht, ist das der Chef, der Herr, der da vorne an der Theke steht? Ja, Mr. de Franchis, ja. Finde ich saugeil. Ich würde den einfach mal herholen und dann klären wir das einfach mit ihm, wie wir es machen sollen. Okay. Ach ja. Nochmal kurz zählen. Aber auf jeden Fall haben sie sich das gute Essen ausgesucht. Also da bin ich sehr, sehr glücklich darüber. Ich glaube, das wird den Gästen auch sehr schmecken. Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Für mich kam gar nichts anderes in Frage. Ja, das hoffe ich sehr. Das hoffe ich sehr. Ja. So. Also, wie sieht's aus? Wie machen wir das jetzt? Wie sollen wir das berechnen, sag ich mal, beziehungsweise rechnet man das dann pro Person? Ich weiß es nicht. Ja. Wir hatten gesagt, ich glaube 15 bis 20 Personen waren angedacht. Ja, es sind ein paar mehr geworden. Wir sind eher so bei... Ja, wie viel? 30? Ich guck mal. Ja, ich weiß nicht, wie viel du beim Bahamas hast, also wenn ich jetzt... Übrigens, kenne ich den Typen. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ja, der Vater muss auch was zu essen haben. 31, TJ, 32. Oscar, 33, also so 35, Zora. 36 bestimmt. Zora. Die nimmt wahrscheinlich Gigi mit. Also ich wäre schon, ja, eher 35, 40 in die Richtung. Ja, würde ich auch sagen. Weil wir zwei sind auch noch da, wir stehen ja nicht auf der Gästeliste. Ah ja, wir müssen ja auch noch was essen. Miss Green ist auch da. Miss Green ist auch da, ja, dann würde ich schon 35 bis 40 sagen. Ja, eher 40, ne? Ich würde eher 40 sagen, dann haben wir was da. Gut, dann sagen wir 40. Wieso? Was haben Sie sich ausgesucht? Wie wollen Sie es gerne aufteilen? Der Priester lebt von Bier allein. Sollen wir 15 vegetarisch und 25 mit Fleisch? Muss auch mal was trinken hier. Hattest du nicht in deiner Einladung, hast du dann nicht da sogar drinstehen, dass die sich Dingens? Du heiratest am 28. Ja, aber wie gesagt, wenn jetzt einer dann an dem Tag Lust auf Pasta hat. Ach so. Also ich würde es einfach ein bisschen durchmixen. Ja, können wir machen. Oder wir machen halt 10 vegetarisch und den Rest mit Fleisch. Ja, das klingt gut. Okay, also 10 vegetarische Pasta. Und dann... Ich kann auch 5 vegetarische Pasta machen und 5 vegetarische Pizzen. Nee, ich würde nur Pasta machen. Alles klar, dann nur Pasta. Ich komme auch vorbei und verheiratet. John kommt vorbei und verheiratet dich. Ja, richtig. Und dann halt 30 mal das Rinderfilet. In Rotweinsauce. Und dann Vorspeise würde ich vielleicht Hälfte-Hälfte machen. Einfach Hälfte Antipasti, Hälfte Bruschetta. Wann genau findet die Hochzeit denn nochmal statt? 27.01. Am 27. Wäre nice. Nachtisch? Aber, hast du Bier? Ja, würde ich auch Hälfte-Hälfte machen. Oder sollen wir nur Tiramisu machen, Schatz? Ich würde nur Tiramisu machen. Okay, dann machen wir nur Tiramisu. Gut, sehr gut. Immer. Haben wir was vergessen? Vorspeise haben wir, Hauptgang haben wir, Nachspeise haben wir. Perfekt. Krass, wie aufwendig die das machen. Ne, dann passt doch. Mega. Wie ist das getränketechnisch? Mega Respekt davor. Mega. Und ich bin Teil des Ganzen. Das ist ja, so Getränke krass. Haben wir eigentlich. Okay, sehr gut. Muss man sich mal überlegen, was für ein geiles RP das ist. Was die da machen. Oh. Habe ich was vergessen. Und jetzt kommt so ein Pater noch. Ich habe das dazu. Alles aufgeschrieben. Bis 40 Personen habe ich aufgeschrieben. 30
Rinderfilet, 10 mal vegetarische Pasta, 20 Antipasti, 20 mal Bruschetta und 40 mal Tiramisu. Ja. Sehr gut. Wie schaut's aus mit ein bisschen Kaffee? Ja, Klingt gut. oder? Kaffee, Espresso. Espresso, Espresso. Danke. Latte Cappuccino mit Haar. Machacho. Ich hatte meine Ja, Angestellte, die hat das immer mit H geschrieben. ach, Da witzig. stand bis vor kurzem noch so im RDP drin, wenn mir das nicht aufgefallen ist. Hätte mir auch passieren können. Sehr schön. Ich mag auch den Humor. Ich bin gerade so ein Sehr gut, bisschen was durch. vielleicht für mich noch zu wissen, gut zu wissen ist, Uhrzeit. Also starten würden wir um 7:30. Ah, die Trauung ist dann um 8. Also ich denke mal, dass wir dann wahrscheinlich auf 8:30 essen werden. Ja, 8:30, 9 so, ne? Ja. Okay.